Herzlich willkommen zum CGM Albis Webinar Arbeiten in großen Einheiten mit CGM Albis. Mein Name ist Christian Wagner und ich werde Sie durch das Webinar führen. Wir widmen uns heute hauptsächlich dem Thema der Praxisgruppen und deswegen möchte ich gerne als allererstes überhaupt mal klären, was sind denn überhaupt die Praxisgruppen in CGM Albis? Und zwar sind die Praxisgruppen eine Filterung von Inhalten für bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Standorte, Fachgruppen, einzelne Personen oder auch mehr. Diese Filterung von Inhalten ist möglich für die Adressen, für Befundmasken, für die kleine Liste Diagnosen, für die kleine Liste Medikamente, für Laborketten, für Leistungsketten, für Textbausteine und für Textvorlagen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Sie haben dadurch einen schnelleren Zugriff auf relevante Informationen und Funktionen zu den oben genannten Bereichen in CGM Albis. Ich habe oben gesagt, zum Beispiel Standorte, Fachgruppen und einzelne Personen. Das waren einfach nur Beispiele. Diese Gruppen sind individuell. Also die können Sie wirklich individuell nach Ihren Bedürfnissen und nach Ihrer Kreativität anlegen und sind auch unbegrenzt festlegbar. Und ich möchte am besten jetzt einfach nach dieser ersten Folie Theorie doch dann mal zeigen, wie das Ganze denn praktisch aussieht und habe da im Grunde so ein Beispiel vorbereitet, mein erstes Beispiel. Und zwar befinden wir uns in meinem ersten Beispiel in einer großen Einheit, in einem MVZ und zwar mit mehreren Standorten. Ich habe hier als Beispiel einfach mal den Standort Koblenz, welch Zufall, und den Standort Metternich. Das ist ein schöner Stadtteil von Koblenz, die liegen örtlich auseinander. Und diese beiden Standorte, die arbeiten gemeinsam in einer CGM Albis-Version, greifen da auf die gleichen Patientendaten zu und sind aber eben an getrennten Standorten. Und hier möchte ich Ihnen dann live in CGM Albis das anhand vom Beispiel der Briefschreibung mit den Textvorlagen zeigen, wie man dort die Praxisgruppen verwendet, wie die Praxisgruppen die Übersichtlichkeit bieten und wie man die Praxisgruppen denn auch anlegt und konfiguriert, vor allen Dingen auch benutzerbezogen. Und das Ganze live in CGM Albis. Dazu wechsle ich mal in mein Albis und öffne hier mal meinen Patienten. Und zwar öffne ich jetzt hier den Patient 5, die Katharina Pillmann und ich bin als Benutzer Albis angemeldet. Ich zeige das mal hier unten rechts in der Statuszeile. Sehen Sie den angemeldeten Benutzer und das ist jetzt ein Benutzer, der im Grunde ja alle Berechtigungen hat und für den noch keine Praxisgruppen eingerichtet sind. Hier möchte ich einfach mal demonstrieren, wie es ohne Praxisgruppen aussieht. Das heißt, ich gebe jetzt hier in der Karteikarte das Kürzel Brief ein, bestätige mit Tab und dann sehen Sie hier, wie Sie es bestimmt bei sich auch aus Ihrem CGM Albis kennen, eine Übersicht aller verfügbaren Textvorlagen in Albis. Und hier können Sie dann entsprechend die Textvorlage auswählen und mit OK bestätigen. Und ich habe das natürlich ein bisschen vorbereitet und habe hier unterschiedliche Textvorlagen für die unterschiedlichen Standorte. Man sieht das hier ganz gut. Ich habe hier einen Arztbrief-Textvorlage für Koblenz, hier eine für Metternich. Und jetzt sieht man schon, jetzt muss ich hier immer ganz arg suchen. Man kann natürlich auch viel mit der Benennung dann regeln, aber dann finde ich hier noch eine Briefvorlage für Koblenz, print hier noch eine Briefvorlage für Metternich. Man sieht schon, das ist relativ unübersichtlich. Und deswegen will ich Ihnen direkt mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn ich mich mit einem Benutzer aus dem Ärztenstandort, jetzt in unserem Beispiel Koblenz, anmelde. Den habe ich einfach mal MVZ1 genannt und habe das Ganze hier eingerichtet. Sie sehen jetzt hier rechts unten, ist der Benutzer MVZ1 angemeldet. Auch hier öffne ich jetzt wieder die Patientin Katharina Pillmann und mache hier nochmal genau das Gleiche und gebe hier Brief in der Karteikarte ein. Und Sie sehen hier, dass das Ganze doch deutlich aufgeräumter aussieht, weil ich jetzt eben hier die Briefvorlagen, die in dem Standort Koblenz verwendet werden, die habe ich eben nochmal über die
Praxisgruppe, und zwar wird die hier oben angezeigt im linken Bereich des Vorlagendialogs über den Gruppenfilter, habe die zusammengefasst unter der Praxisgruppe Koblenz in Klammern Standort 1. Und diesen Filter kann man aber auch aufklappen und dann sehen Sie alle in Ihrer Praxis angelegten Praxisgruppen. Und könnten, Sie sehen jetzt hier zum Beispiel auch Metternich ist ausgewählt oder Sie könnten es angelegt und Sie könnten sich aber auch alle Textvorlagen anzeigen lassen. Das zeige ich jetzt hier nochmal, aber wie Sie sehen, ist es also deutlich übersichtlicher. Also das heißt, Sie können auch jederzeit diese Praxisgruppe, die hier vordefiniert ist, wenn die an den Benutzer gekoppelt ist, übersteuern. Jetzt mache ich das Ganze nochmal für einen weiteren Benutzer, und zwar ich logge mich einfach noch mal aus über Steuerung X und melde mich mit dem MVZ2 Benutzer an, öffne auch hier noch mal die Patientin Katharina Pillmann, gebe auch hier noch mal das Kürzel Brief ein, bestätige mit Tab, und Sie sehen, hier ist der Gruppenfilter Metternich Standort 2 direkt automatisch vorselektiert und wir sehen hier die Textvorlagen aus Metternich. Und was ich hier gerade noch bemerken möchte, ist, wir sehen auch eine Textvorlage, die sich Adress-D.doc nennt. Das ist eine Textvorlage, die jetzt in unserem Fall gerade einfach nur die Patientenstammdaten zur Verfügung stellt, die man dann ausdrucken kann. Das heißt, die ist gar nicht zum Beispiel mit der Fußzeile oder mit bestimmten sonstigen Kennzeichen speziell für einen Standort, sondern die kann an beiden Standorten genutzt werden und die kann man auch dann für jede Praxisgruppe zur Verfügung stellen. Ja, wie habe ich das gemacht? Das möchte ich jetzt direkt mal zeigen. Und zwar spielt das keine Rolle, von welchem Standort aus Sie das machen, wenn Sie diese eine Datenbasis in CGM Albis haben, also das heißt in einem Albis arbeiten. Dann nehmen wir einfach mal als Beispiel einen dritten Standort und legen den im Grunde an. Der dritte Standort, das soll bei uns einfach mal eher ein Breitstein sein, das ist auch ein wundervoller Stadtteil aus in Koblenz. Und dort gibt es auch eigene Textvorlagen, die verwendet werden können. Und ich lege jetzt einfach mal über Stammdaten, Praxisgruppen, eine neue Praxisgruppe an. Sie sehen hier die zwei Praxisgruppen, die wir eben schon mal gesehen haben. Koblenz mit dem Standort 1 und Metternich der Standort 2. Und hier sage ich jetzt einfach mal gehe auf Neu, sage Ehrenbreitstein, nenne den noch Standort 3. Und kann dann über das Feld Stammdaten auswählen, für welche der Stammdaten, die ich vorhin auch gezeigt habe und die Sie hier auch aufgelistet sehen, denn diese Praxisgruppe überhaupt zur Verfügung stehen soll. Das heißt, Sie können sagen, okay, diese Praxisgruppe soll für alle Stammdaten zur Verfügung stehen oder nur für eine bestimmte. Ich sage jetzt einfach nur mal, für die Textvorlagen soll diese Praxisgruppe zur Verfügung stehen. Und gehe auf Übernehmen und dann sehen Sie, dann ist hier Ehrenbreitstein als dritter Standort, als die Praxisgruppe mit hinterlegt. Jetzt rufe ich hier schon mal den Brief auf über diesen Benutzer. Wir sind ja jetzt hier noch im Standort 2 angemeldet und hier will ich jetzt einfach nur mal zeigen, dass jetzt im Prinzip diese angelegte Praxisgruppe Ehrenbreitstein, die ist hier in dem Filter verfügbar, aber es ist noch nichts zugeordnet zu diesem Filter. Das heißt, die Praxisgruppe ist da und wir machen jetzt einfach mal die Zuordnung. Die Zuordnung selbst machen Sie unter Stammdaten, Karteikarte, Textvorlagen. Und hier habe ich eben auch schon entsprechende Textvorlagen vorbereitet, die eben auch Arztbrief, Ehrenbreitstein heißen und weiter unten kommen noch weitere. Hier gehen Sie einfach auf die Textvorlage, die Sie dieser Praxisgruppe Ehrenbreitstein zuordnen wollen, markieren Sie auf der linken Seite,
gehen auf den Button Ändern und wählen im rechten oberen Bereich einfach die Praxisgruppen aus, die zugeordnet werden sollen. Hier sieht man schon automatisch, Alvis macht das bei jeder neuen Textvorlage, wird automatisch die Gruppe Praxis vergeben. Und ich wähle jetzt einfach noch hier die Gruppe Ehrenbreitstein, Standort 3 aus, damit eben genau diese Textvorlage in diesem Standort angezeigt wird. Dann habe ich noch erwähnt die Textvorlage, die in jedem Standort genutzt wird. Das ist die Adresse DDoc. Und da sehen Sie direkt schon, wenn ich die selektiere, dann sind hier in dem rechten oberen Bereich schon deutlich mehr Praxisgruppen markiert, weil eben diese Textvorlage für diese Praxisgruppen auch zur Verfügung stehen soll. Hier wähle ich jetzt zusätzlich noch die Praxisgruppe Ehrenbreitstein aus, sage Übernehmen. Und das Gleiche mache ich jetzt im Grunde bei allen Ehrenbreitstein-Briefvorlagen. Die suche ich mir jetzt hier raus, nenne die einfach Ehrenbreitstein, füge sie dieser Praxisgruppe zu. Und habe jetzt noch eine, und zwar die Übarzt. Und rufe jetzt hier in der Karteikarte einfach nochmal den Briefvorlagendialog auf, wechsle zu der Praxisgruppe Ehrenbreitstein. Und dann sehen wir das Ergebnis der Zuordnung. Eben war es noch leer, nachdem wir jetzt die Textvorlagen dieser Praxisgruppe zugeordnet haben, bekommen Sie die hier angezeigt, inklusive der Adresse DDoc, die man auch bei den anderen Standorten mit drin hat. Das heißt, Sie brauchen hier für eine Textvorlage, die für alle drei Standorte gleich sein soll, nicht drei Textvorlagen anlegen, sondern können da eine nutzen und weisen Sie einfach den entsprechenden Standorten zu. Wir wollen aber ja noch, dass bei dem Benutzer aus dem dritten Standort, den habe ich jetzt einfach mal MVZ3 ganz konsequent genannt, dass dort auch per Standard, wenn ich den Patient aufrufe und die Briefvorlagen aufrufe, dass hier auch direkt diese Praxisgruppe 3 vorselektiert wird. Sie sehen jetzt, das ist hier noch nicht der Fall, weil ich das eben noch nicht gemacht habe. Wir wollen ja, dass es direkt so aussieht. Das zeige ich Ihnen auch direkt, wie Sie das machen. Und zwar gehen Sie dazu über Stammdaten, Benutzerverwaltung, Benutzerverwaltung. Dann erscheint ein Dialog zur Eingabe des Administrator-Kennworts. Das Kennwort haben Sie im Idealfall einmal schon festgelegt. Sie als Praxisinhaber, dann geben Sie das von Ihnen festgelegte Administrator-Kennwort ein. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs- und Servicepartner. Der kann Ihnen helfen, dass Sie hier einmalig reinkommen und dieses Administrator-Kennwort für Ihre Praxis festlegen können. Ich in meinem Fall habe das Passwort selbst festgelegt und sehe jetzt hier in der Benutzerverwaltung auf der linken Seite die verfügbaren Benutzer. Hier sehen Sie auch MVZ1, MVZ2 und MVZ3. Und für diesen Benutzer MVZ3 möchte ich jetzt, dass per Default für die Textvorlagen die Praxisgruppe Ehrenbreitstein ausgewählt wird. Dazu gehe ich auf den Button Ändern bei diesem Benutzer und dann sehen Sie hier im oberen Bereich den Punkt Standard Praxisgruppe. Das ist einmal unterteilt in den Bereich Stammdaten und in den Bereich Praxisgruppen. Warum ist das so? Damit Sie eben für einen Benutzer festlegen können, ob zum Beispiel für alle Stammdaten, also das heißt alle, die hier unten aufgeführt werden, eine Praxisgruppe per Default ausgewählt werden soll. Oder Sie können auch unterschiedliche Praxisgruppen für diesen Benutzer festlegen. Je nachdem, wie Sie das ganze System dann bei sich aufbauen. Ich mache es jetzt hier in dem Fall mal so, dass ich für diesen Benutzer MVZ3 die Stammdaten-Textvorlagen wähle und hier sage, ich möchte hier die Praxisgruppe Ehrenbreitstein immer vorgeschlagen bekommen in diesem Kontext. Dann gehen Sie auf Übernehmen und okay, speichern somit die Einstellung. Ich melde mich jetzt nochmal ab mit Steuerung X und nochmal an mit dem Benutzer MVZ3. Rufe nochmal die Katharina Pillmann auf
Und Sie sehen, Sie haben diesem Benutzer die Praxisgruppe Ehrenbreitstein zugeordnet und sie wird hier automatisch vorselektiert. Und klar, hier haben Sie auch wieder die Möglichkeit, das Ganze zu übersteuern. Das heißt, Sie sind nie komplett eingeschränkt, sondern Sie haben einfach eine bessere Ansicht, eine übersichtlichere Ansicht und finden so schneller das, was Sie an diesem Standort brauchen. Dann gehe ich jetzt gerade nochmal zurück zu meinen Folien, denn ich gehe zu meinem zweiten Beispiel. Und zwar haben wir hier das Beispiel, dass wir hier wieder uns in einem MVZ befinden. Allerdings ist die Situation hier eine andere. Wir haben hier ein etwas größeres Gebäude, in dem mehrere einzelne Praxen als MVZ untergebracht sind. Einmal zum Beispiel eine allgemeinmedizinische Praxis, dann eine Psychotherapiepraxis, eine Hals-Nasen-Ohren-Heilkundenpraxis und Orthopäden, einfach nur als Beispiel, die eben dann in diesem MVZ an dem einen Ort ganzheitlich behandeln können und kurze Wege für den Patienten da sind. Da möchte ich Ihnen jetzt das Ganze am Beispiel der kleinen Liste Diagnosen zeigen und wie da die Praxisgruppen die Übersichtlichkeit vereinfachen und bieten. Dazu wechsle ich nochmal in mein Albis und melde mich hier nochmal mit dem Benutzer Albis an. Ich hoffe, das ist nicht, sind nicht Ihre Benutzerzugangsdaten in der Praxis. Dabei muss ich leicht schmunzeln. Ich glaube, das hört man sogar. Und ich will hier einfach nur zeigen, ich rufe hier wieder den Patienten 5 auf, die Patientin, die Katharina Pillmann, gebe hier das Kürzel DIA ein für die Diagnosen und betätige das Tastenkürzel Shift F3. Das sehen wir auch in der Statuszeile am unteren Bildschirmrand, dass man über Shift F3 die kleine Liste der Diagnosen aufruft. Hier sehen wir jetzt, habe ich mir einfach mal schon ganz viele Diagnosen, die häufig verwendet werden, sind einfach hier schon hinterlegt. Aber hier sieht man auch, dass es bunt gewürfelt. Also hier sind ganz viele Diagnosen aus verschiedenen Bereichen. Und wenn man jetzt überlegt, nochmal zu dem Beispielbild geht, wir haben Allgemeinmediziner, wir haben Orthopäden, wir haben HNOs, wir haben Psychotherapeuten, die haben doch alle ganz andere Diagnosen, einen ganz anderen Diagnosenbereich, der da hauptsächlich in Frage kommt. Und da wäre es doch unübersichtlich und umständlich im Grunde so zu arbeiten und sich hier die Diagnose rauszusuchen. Deswegen zeige ich jetzt direkt mal anhand der Orthopädiepraxis, gebe hier einfach mal einen Benutzer der Orthopädiepraxis ein, rufe wieder den Patienten auf, gebe DIA als Kürzel ein, betätige Shift F3 und habe eben für die Orthopädiepraxis eine Praxisgruppe Ortho angelegt und habe diese Ortho-Gruppe entsprechend die orthopädischen Diagnosen, in meinem Fall jetzt 3, einfach nur angelegt und die können Sie dann hier relativ schnell im Überblick sehen und auswählen. Da können Sie natürlich dann so beliebig viele, wie Sie haben, können Sie dort entsprechend hinterlegen. So, jetzt möchte ich gerne noch zeigen, wie habe ich denn das Ganze hier gemacht, beziehungsweise einfach nochmal eine Neuerung zeigen, weil das Vorgehen selbst ist im Grunde auch wieder genau gleich. Sie legen über die Stammdaten Praxisgruppen eine Praxisgruppe an und ordnen das dann über die Stammdaten Benutzerverwaltung diese Praxisgruppe wieder entsprechend dem Benutzer zu. Möchte aber hier nochmal zeigen im oberen rechten Bereich, und zwar ist es an jeder Stelle, in der Sie Praxisgruppen benutzen können, haben Sie den Button Anpassen. Darüber können Sie theoretisch auch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, Praxisgruppen anlegen. Dafür klicke ich jetzt mal drauf. Dann geht der gleiche Dialog auf, den Sie auch unter Stammdaten Praxisgruppen haben. Nur, es gibt einen Unterschied. Ich gebe jetzt hier einfach mal neu ein und gebe einfach mal eine neue Fachgruppe ein, Abkürzung GYN. Hier ist es jetzt so, wenn Sie das aus diesem Kontext der kleinen Liste Diagnosen rausmachen, dann haben Sie bei den Stammdaten nur zwei Wahlmöglichkeiten, dass Sie entweder sagen, die Praxisgruppe ist für alle
entsprechend gültig oder nur für die kleine Liste Diagnose, in dessen Kontext Sie das Ganze eben entsprechend erstellt haben. Ich lege jetzt diese Praxisgruppe einfach mal nicht an und zeige Ihnen nur noch ganz kurz, was das auch für eine Auswirkung hat, denn wir haben ja die Praxisgruppen für die Standorte vorhin, die haben wir nur für die Textvorlagen angelegt. Das heißt, Sie sehen hier im Ergebnis, und so können Sie es auch ganz gut dann bei sich in der Praxis steuern, dass das in dem Dialog der kleinen Listen, der kleine Diagnosenliste nicht angezeigt wird, weil eben nur diese Praxisgruppen, diese vier, diesem Kontext der kleinen Diagnoseliste zugeordnet sind. Ja, und hier kann man auch beliebig kreativ sein bei den Praxisgruppen. Deswegen gehe ich jetzt gerade nochmal auf meine Folien. Das heißt, Sie können sich da wirklich austoben. Das waren jetzt nur zwei Beispiele nach Standorten und nach Fachrichtungen. Wir haben aber auch Anwender, die das pro Arzt machen, dass sie einfach sagen, ich als Arzt, ich habe eben bevorzugte Inhalte, die ich für diese Gruppen habe, und benutze das für mich als Arzt. Eine andere Variante wäre, das haben wir auch in der Praxis im Einsatz, dass man das Ganze, die Praxisgruppen nach Krankheiten zum Beispiel sortiert. Da sind zum Beispiel also ganz klassisch Diagnosen, Medikamente, je nach entsprechendem Krankheitsbild gibt es da eben eine entsprechende Menge oder Hauptmenge, die es hauptsächlich gibt. So ein Beispiel wäre, was wir jetzt selbst schon in Praxen gesehen haben, die sich dann Praxisgruppen zum Beispiel anlegen für Demenz, für Diabetes und für Geriatrie und die dann eben diese Praxisgruppen für die Diagnosen und Medikamente verwenden und so die Auswahl entsprechend nach Krankheiten einschränken. Ja, und Sie können sie natürlich auch beliebig machen, wie Sie das gerne möchten. Es ist wirklich individuell nach Ihren Bedürfnissen verwendbar. Das heißt, die Praxisgruppen selbst können Sie den Namen geben, wie Sie das gerne haben möchten. Dann möchte ich als nächstes noch auf die Neuerungen eingehen, die wir schon im letzten Quartalsupdate, und zwar im Q4 2019, ausgeliefert haben, speziell für größere Einheiten, aber natürlich auch in kleineren Einheiten können die benutzt werden. Das haben wir eben einmal gesehen, die Vorbelegung der Praxisgruppen in der Benutzerverwaltung, das ist neu. Dann haben wir die Praxisgruppen in der kleinen Liste Medikamente hinzugefügt. Dann haben wir mit dem letzten Update ausgeliefert CGM Authenticate, was kostenpflichtig ist, möchte ich einfach dazu sagen. Da gab es auch schon ein Webinar am 13.02.2019 zu, und zwar ist das eine ganz schicke Sache, gerade eben was das Thema Sicherheit betrifft und auch in größeren Einheiten sehr hilfreich. Ist das ein berührungsloses Sperren und Entsperren des PCs und zusätzlich auch Einloggen an CGM Albis. Das heißt, das ist sehr sicher. Sie können ein ganz sicheres Passwort verwenden, sowohl für Windows als auch für Albis, und müssen das Passwort aber nicht eintippen, sondern haben so einen Hardware-Sender bei sich und können sich so, wenn Sie an den PC rankommen, im Grunde einloggen, und wenn Sie weggehen, wird der PC gesperrt. Macht natürlich dann auch Sinn, wenn Sie in CGM Albis unterschiedliche Benutzer anlegen, und bietet so eben dann großen Komfort und große Sicherheit. Bei Interesse natürlich gerne bei Ihrem Vertriebs- und Servicepartner nachfragen. Dann haben wir ausgeliefert CGM Clickbox, das ist kostenfrei. Da wird es in 2020, und zwar am 12.02. ein Webinar zu geben. Kurz geht es darum, viele Praxen stehen heute schon in E-Mail-Kommunikation mit ihren Patienten. Und spätestens nach der DSGVO im Mai 2018, glaube ich, ist da ein besonderer Blick drauf, was das Thema Sicherheit betrifft. Da muss man doch arg aufpassen, was so E-Mail-Verkehr betrifft, wenn er nicht gerade verschlüsselt ist, damit, weil der eben von jedem Beliebigen theoretisch einsehbar ist, und sobald da eben sensible Daten drin sind, wird es extrem kritisch. Und hier bieten wir mit CGM Clickbox eine sehr
einfache, kostenfreie Lösung, dass Sie Ihre Praxis-E-Mail-Adresse ganz normal behalten, aber eben über Clickbox dieser E-Mail-Verkehr hochverschlüsselt mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet, sodass hier die maximale Sicherheit für diese Kommunikation besteht. Dann haben wir neunstellige Patientennummern eingeführt, gerade bei großen Einheiten immer wieder ein Thema, weil da die Patientenzahl eben stetig steigt und immer mehr wird. Wir haben eine Mehrfachauswahl der Arztzuordnung in der freien Statistik implementiert. Da konnte man bis jetzt immer nur einen Arzt auswählen. Das heißt, man musste mehrere Statistiken hintereinander erstellen, wenn man die für unterschiedliche Ärzte haben wollte, auf unterschiedlichen Registern. Das haben wir vereinfacht, indem man eine Mehrfachauswahl machen kann in der freien Statistik. Dann haben wir noch eine Zugriffssteuerung zum Thema Benutzerverwaltung für die Terminkalenderrubriken, also für die CGM Albis Terminkalenderrubriken, über Benutzer implementiert. Und das möchte ich Ihnen ganz gerne auch nochmal im CGM Albis zeigen, damit Sie das auch einfach nochmal live sehen. Und zwar öffne ich jetzt einfach mal hier bei dem Benutzerort den Terminkalender. Und da sehen wir hier, wir haben für drei Ärzte, die jetzt hier drin sind, Dr. Mosella, Dr. Renus und Dr. Albis, sehen wir alle drei Terminkalender und die Rubrik EKG-Labor und Sono. Was Sie jetzt machen können, und das mache ich jetzt auch einfach mal, Sie gehen unter Stammdaten, Benutzerverwaltung, Benutzerverwaltung, geben wieder das Administrator-Kennwort ein und ich nehme den Benutzerort, gehe auf Ändern und dann haben Sie hier neu den Punkt Terminkalender-Rubrik. Das können Sie aufklappen und können dann sagen, welche Terminkalender-Rubriken dieser Benutzer sehen soll. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin der Dr. Albis und mich interessieren die Terminkalender von Dr. Mosella und Dr. Renus nicht. Deswegen gehe ich hier auf Übernehmen, sage okay, melde mich nochmal als Orthopäde an, öffne den CGM Albis Terminkalender und sehe hier nur noch den Terminkalender von Dr. Albis und Mosella und Renus, die ich ausgeblendet habe, die sehe ich nicht mehr, sodass der Benutzer damit ja entweder nicht belastet wird oder eben aber auch keine Chance hat, hier Termine reinzuschreiben. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, die häufig gewünscht wurde, gerade auch von großen Einheiten, wo es doch schnell auch mal unübersichtlich wird. Das ist so eine Geschichte. Eine weitere Sache in Bezug auf den Terminkalender, die auch sehr häufig gewünscht wurde, die wir umgesetzt haben mit diesem Update, ist der Zeitstempel zu Terminen im CGM Albis Terminkalender. Auch das zeige ich einfach nochmal live, indem ich hier einen Termin vergebe für Albinus, die Albinus Sarah. Und wenn ich dann diesen Termin anklicke, dann sieht man unten in der Statuszeile die neue Funktionalität F9, Erstellung des Termins. Das drücke ich jetzt hier, F9, und dann geht ein kleiner Dialog auf, der das Datum, die Uhrzeit und den Benutzer zeigt und den Arbeitsplatz, von dem dieser Termin angelegt wurde. Ich mache das Ganze jetzt auch nochmal für die Allgemeinpraxis. Nur damit Sie da auch direkt sehen, da gehe ich auch einfach mal in den Terminkalender vom Dr. Albis, lege hier einen Termin für den Leo Eisenreich an und mache hier auch nochmal F9 und dann sehe ich, dass hier der Benutzer ALL, mit dem ich mich gerade angemeldet habe, diesen Termin vergeben hat und den anderen Termin, dass hier der Benutzer Ort diesen Termin vergeben hat. Ansonsten hat mein Kollege Ralf Jansen im Webinar vom 25.09.2019 diese Neuerungen und alle Neuerungen, die wichtigsten Neuerungen zum Q4-Update auch vorgestellt, wozu auch ein Video zur Verfügung steht. Dann habe ich für Sie noch als letztes zu dem Thema einen Ausblick und zwar speziell eben für größere Einheiten. Und zwar wollen wir zukünftig noch weitere
bei weiterem Kontext, bei weiteren Inhalten, Praxisgruppen implementieren. Und zwar wird es dafür auf Formularen für die Standardspraxisgruppen geben, weil auch hier eben in größeren Einheiten, was das Feedback von Ihnen an uns ist, sehr viele Standards verwendet werden, einfach um sehr schnell zu arbeiten. Und dann kommt man eben in größeren Einheiten direkt auf sehr viele Standards und es wird sehr unübersichtlich und da schlagen eben mit der Übersichtlichkeit wieder die Praxisgruppen zu. Gleiches gilt für die Statistiken bzw. für die freie Statistik. Auch dafür wollen wir die Praxisgruppen implementieren. Dann wollen wir insgesamt uns an das Thema Statistiken dran machen und unsere Statistiken für größere Einheiten deutlich verbessern. Das Gleiche gilt für die Benutzerverwaltung. Hier wollen wir auch ja, die Anforderungen von größeren Einheiten deutlich mehr berücksichtigen. Und möchte Ihnen nochmal zum Schluss einige kostenfreie Services vorstellen. Und zwar hier ganz konkret am nächsten Mittwoch schon, am 11.12.2019, auch wieder von 15 bis 15.30 Uhr. Berichtet wieder mein Kollege Ralf Jansen über die Neuerungen zum Quartalsupdate Q1 2020. Also da ja, gerne dran teilnehmen. Sie sind herzlich eingeladen. Und noch ein wichtiger Hinweis in Bezug auf die Webinare für 2020. Die sind ab sofort unter cgm.com/albis-webinare verfügbar. Hier können Sie schon mal durchschauen, auch wieder mit vielen spannenden Themen. Wir hatten hier schon, was wir auch sehen, dass zum Beispiel das CGM Clickbox-Webinar am 12.02. oder aber auch am 8.01. Ein Webinar zum TSVG der Umsetzung in CGM Albis. Wenn Sie ein Webinar verpasst haben, ist das nicht schlimm, denn Sie finden die Webinaraufzeichnung immer auch unter www.cgm.com/albis-webinare. Dort sind die Videos nach Quartalen sortiert, und zwar alle Videos, die wir bisher aufgenommen haben. Sie finden auch alle Videos in unserer Community unter albis-community.de/blogs. Dort haben Sie den Vorteil, da haben Sie noch eine Suchfunktion zu den Videos, können dann nach Schlagworten suchen und schnell das passende Video finden, was Sie brauchen. Ebenfalls haben wir die Videos abgelegt, noch nicht alle, aber seit 2018 unter youtube.de/cgmalbis. Dort haben Sie eine Suchfunktion, haben Playlists und ein ganz großer Vorteil, Sie haben eine mobile Ansicht, weil wir doch mittlerweile gemerkt haben, dass viele sich diese Videos auch zu Hause auf der Couch am Tablet angucken. Ja, muss man nicht machen, kann man machen. Auf jeden Fall bieten wir die Möglichkeit dafür. Dann sind wir auch auf Facebook vertreten, unter facebook.com/cgmalbis. Da informieren wir zum Beispiel, sobald ein Video zu einem Webinar zur Verfügung steht und natürlich auch über andere Dinge, wie zum Beispiel Veranstaltungen, wenn wir Messen haben, wenn wir Anwendertreffen haben oder ähnliche interessante Informationen. Zusätzlich sind wir noch auf Instagram vertreten unter instagram.de/cgmalbis. Das heißt, das ist ein bisschen bildorientierter. Wer eher bildorientiert ist, der kann uns auch gerne hier folgen. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, zum Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, also das heißt unter Ärzten und MFA untereinander, haben wir unsere CGM Albis Community schon seit längerem ins Leben gerufen. Das ist eine Art Forum, die Sie unter albis-community.de erreichen. Und das soll einfach eine Möglichkeit sein, mit der Sie sich untereinander austauschen. Ganz kurz noch als Abgrenzung, das soll kein zusätzlicher Support-Kanal sein. Also das heißt, wenn Sie ein dringendes Anliegen haben, was Sie geklärt, ganz dringend geklärt bekommen müssen, bitte wie gewohnt an Ihre normale Albis-Hotline wenden, an Ihren Vertriebs- und Servicepartner
und das bitte mit dem klären. Denn klar, wir gucken hier von Koblenz aus natürlich auch rein, wir schreiben auch manchmal Antworten, aber es ist eben nicht so gedacht, dass wir hier direkt zeitnah und umgehend irgendwie antworten, sondern das wird über unsere Vertriebs- und Servicepartner geregelt. Das soll eher, wie gesagt, dem Austausch untereinander dienen. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Wichtig noch zu sagen, man kann immer lesend darauf zugreifen. Also das heißt, Sie müssen sich gar nicht zwingend registrieren, um nur nachlesen zu können. Sobald Sie aber eine Frage stellen möchten oder jemandem antworten möchten, dann müssen Sie sich registrieren. Wäre natürlich auch toll, weil natürlich so eine Community von genau diesem Austausch lebt. Dann haben wir noch einen Newsletter. Damit bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und können sich unter cgm.com/albis-newsletter für diesen Newsletter anmelden. Der ist natürlich kostenfrei. Das ist ein Produkt-Newsletter, den wir versuchen, einmal im Quartal zur Verfügung zu stellen, der unter anderem auch eine ganz häufig gestellte Frage beantwortet, wann denn genau das Quartalsupdate in der Praxis ist. Wird natürlich auch vorgestellt in dem Neuerungen-Webinar, was jetzt nächste Woche noch ist, aber eben auch in dem Newsletter, wenn man das immer noch mal haben möchte, um es nachzulesen, oder eben andere interessante Themen werden hier vorgestellt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochnachmittag und eine angenehme, hoffentlich stressfreie Vorweihnachtszeit. Auf Wiederhören!